wie so ein Fliegenschutz. So ein Wackeldackel. So, machen wir weiter. Schön. Ja, läuft nicht. Gut. Das wird jetzt fies. Das wird so fies. Ach, kein Problem. Warte, bis du die Mission siehst. Ah, das war das. Yep. An die kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, weil ich die mit am unspektakulärsten finde von allen Missionen. Weil so Defend-Missionen sind einfach langweilig. Ja, ich finde sie ganz cool aufgemacht mit diesen Missiles, die halt kommen, aber grundlegend hast du recht, ja. So wie sich Dragon mit seinem Vogel auch beschützt fühlt. Ja, ja, genau. Mein Vogel beschützt mich. Oh, soll ich nochmal abbrechen? Was? Weil ich jetzt halt schon angenommen habe, deswegen. Und du hast bloß nur 50 Sekunden hast. Ach so, nee, passt schon. Ich mach's dann da drin. Ich habe eh nur noch die Stürme drin, die ich wechseln muss. Ach so, okay. Das passt so, denke ich. Die Reparaturkapseln lasse ich vielleicht echt mal drin, weil die sind gar nicht schlecht, ja. Und die werden wir hier definitiv auch brauchen. Ich hoffe, wir bekommen immer noch unendlich viel davon. Das wäre ein echtes Problem. Also es lohnt sich, glaube ich, echt in der Mission dann eher mal selbst zu heilen mit den 50%. Ja, ja. Ja, zwei oh Stück. Oh Gott, endlich haben wir die Annäherungsminen. Ja, aber endlich haben wir sie wieder, die Annäherungsminen. Wir hatten die schon mal in der Mission, aber da waren sie unnütz. Ja, deswegen. Aber in der ersten, gerade eben in der Pod-Mission hatten wir sie nicht. Das war ein bisschen fies. Ja, ja stimmt. Das war krass. Missiles und die Dings. Na gut, ich habe jetzt 24 Missiles. Moment, hier, Minenschaden lohnt sich hier nicht, ne? Was war denn noch drin? Slowbeams waren drin, die bringen aber eigentlich auch nicht viel. Nee, Scanner, ansonsten, nee, nichts. Toll. Wir müssen halt echt hoffen, dass ein bisschen was Schönes in den Kisten ist. Die Kapseln hast du noch mit den Mehrleben. Ja. Weil wie gesagt, da bekommen wir immer relativ viel. Ja. Das neue Maskottchen nur ohne Namen. Nee, Namen hat er keinen. Der Wackelvogel. Es ist einfach der Wackelvogel. Ich habe nur noch zweimal die Panzerung, aber ich glaube, das passt so schon. Okay, hier Scanner. Du hast wieder alles mitgenommen, okay. Die ganzen grünen Sachen. Ja, immer da. Ja, deins. Aber ich habe immer noch Platz. Ich habe immer noch, keine ja, Ahnung, zwei E-Packs Platz oder so. Ich denke mir aber halt, weißt, bevor ich irgendeinen Schrott mitnehme, mache ich lieber Kisten auf. Aber der Schrott gibt Punkte. Naja. Wir werden es nicht Peter nennen. Wow, was auch ein unglaublich dämlicher Name ist. Was für ein Maskottchen. Der Wackelvogel. Ich stehe auf dir. Ach so. Peter Zwegart. Was soll das jetzt heißen, Sarah's Light? Darf ich dich was fragen? Defcon, darf ich dich was fragen? Defcon, das war schon eine Frage. Grundlegend hast du deine Chance damit jetzt versaut. Und du hast mich davor nicht gefragt, ob du das fragen darfst. Das ist eine schöne Antwort. Die sollte ich mir auch mal merken. Das ist einfach auch so dämlich. Darf ich was fragen? Sind wir in der Schule oder was? Du hast noch nicht übersprungen. Ne? Nee. Du weißt nicht, die Missile unten anschießen, sondern bloß das Raketenträgerschiff. Ja. Das habe ich das letzte Mal auch gesagt und dann boom, hoppla, das war die Missile. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Ja, weil... Das war die Missile. Oh, was? Shit. Ja, ich habe sie getroffen. Was? Ja, wir sind instant tot, wenn wir die Missile abschießen. Ja, mein Schutzschild wird zerstört. Sorry, tut mir echt leid. Ich dachte, ich kann dran vorbeischießen. Ah ja, ich wollte es mir nochmal anschauen im Stream. Okay. Ich denk mir, so schlecht habe ich jetzt aber nicht gespielt. Nee, wie gesagt, das war ich. Das war ich, wie gesagt. Ja gut, das war blöd. Bei mir ist die Rüstung kaputt gegangen. Was auch relativ blöd war. Extremladung zum Glück. Davon habe ich noch genug. Aber Rüstung habe ich nur noch einen, also nur noch einen jetzt auf Ersatz. Also wenn die jetzt kaputt geht, dann muss ich damit mal sparen. Ja, ich habe auch nicht mehr so viele. Hey Dragon, sag nichts gegen Peter. Peter ist der Name meines besten Freundes. Ich habe nie was gegen den Namen Peter gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Peter ein ziemlich dämlicher Name für einen Vogel ist. Peter Zwegert ist ein ziemlich dämlicher Name für einen Vogel. Auch Peter eigentlich. Peter und Polly, hört sich doch schön an. Blubvogel, er hat ein Glas Wasser. Oh Mann, Leute. Wow. Oh, guck mal, die Zeit geht gar nicht los, wenn du heißt. Das ist wirklich der Host von der ja, Runde. Das ist klar. Ja fies. Irgendjemand muss ja die Hosen anhaben. Ja, ja aber ich dachte, irgendjemand muss ja schießen, wenn der andere schießt. Ich dachte, es ist Gleichberechtigung hier.
Ich dachte, Einheit Dragon wären zwei Leute. Deshalb heißt es doch immer Einheit Dragon. Wegen Gleichberechtigung. Ja, natürlich. Ich hatte bloß die Annäherungsmenü des Dings mit, ne? Du hast die ganzen Halbpacks wieder. Genau. passt so. Du weißt, Nebenmission ist, alle Transporter zerstören. Ja, nur um das nochmal in den Raum zu werfen. Ich hab den eben, um ehrlich zu sein, gar nicht gesehen, wo du den abgeschossen hast. Das war das Raketenträgerschiff, die Transporter, die Piraten vorbeibringen. Ach so, ja, stimmt. Die müssen wir alle zerstören. Ah, ich bin sogar auf der gegenüberliegenden Seite vor dir gewesen. Oh, wow. Das bringt zwar gar nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, genau deswegen bin ich aber auch nicht gecrapdashed, weil du in derselben Zeit dort warst. Ja, das war blöd. Das ist schon geil, wenn die Tür aufgeht, dann instant auf wieder schließen, zack. Ohne anzuvisieren. Weil du kannst ja nicht anvisieren. Ja. Das war schon eine halbwegs coole Sache. Jetzt ultra aufpassen, nicht. Ich seh's nicht da oben. Okay. Als ob ich jemals die Rakete getroffen hätte. Lieber treffe ich gar nicht. Ja, okay, gut. Ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtiger, seitdem ich weiß, dass es uns instant killt. Aber es ist schon realistisch, von daher. Ja, ist okay. Ja, ich meine. Ja. 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 Oh Mann. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. So, die kamen jetzt hier immer angejumpt, ne? Ja, deswegen wäre es ja eigentlich ganz cool gewesen, wenn wir. Okay, ich kümmere mich darum. Wenn wir mehr Annäherungsminen haben. Weil die haben uns letztes Mal halt echt einen guten Dienst erwiesen. Einen Schaden, den die machen, ne? Warten, da ist noch einer. Ach, vorbei. Ach, ich hasse das. Ja. Weißt, das ist eins der schlimmsten Teile, finde ich, mit dem Anvisieren. Was halt einfach nie trifft. Ich weiß nicht, ob die Piraten da einfach ein bisschen hampeliger sind, aber... Also für ein Competitive Game finde ich es aber voll okay, weil in den anderen Metroids hatte ich immer das Gefühl, dass es zu einfach, Gegner zu treffen. Oh Gott. Ja. Schnell. So, Transporter. Okay, der stirbt mit zwei Schüssen, hat mit zwei aufgeladen. Du, tut er nicht. Oh, das ist so fies. Du musst ihn einmal anschießen. Ist er jetzt durchgekommen, oder was? Nee, er ist nicht durchgekommen, aber ich habe keine Punkte dafür bekommen. Okay. Ich weiß nicht, was ich gerade tue hier. Das ist doof. Also, wie gesagt, durchgekommen ist er nicht, aber ich habe die Punkte dafür nicht bekommen, weil er hält noch einen Schuss aus nach zwei... Wow, das war interessant. Nach zwei Charge Beams. Mhm. Das heißt, mal kurz anschießen, zwei, dreimal und dann zwei Charge Beams. Dann bekommst du halt auch sicher die Punkte. Ich hole mal einen Heal-Pack. Ja, die Raketenträger, okay. Seitdem wir jetzt wissen, oh, da ist ein Transporter. Ich geh auf den Transporter. Okay, ich gehe auf das Trägerschiff. Ich hoffe, wir sprengen uns nicht wieder. Wow. Schaden gemacht gerade. Ja, ich bin auch so gut wie tot. Okay, Trägerschiff ist tot. Farmst du immer wieder die Dings ab? Die Kisten hinter uns? Ja, ja. Wow. Ich liebe einfach diesen Effekt, wenn das Ding runterkommt. Bam. Da kommt eine Kiste. Im Flug abgeschossen. So, was kommen da für Typen? Oh Gott. Halt wirklich ein bisschen eng. Elite-Piraten kommen, das wird nicht schön. Der erste Auftritt der Elite-Piraten, stimmt. Und kein schöner. Was? Der Elite-Pirat ist runtergefallen. Ich wollte gerade sagen, ist der... Das sah so komisch aus, okay. Okay, meinen habe ich. Also ich weiß nicht, ob er nochmal spawnt, aber es sah nicht nee, so aus. Es gibt natürlich nicht. Jetzt auch keine Punkte, das ist ein bisschen schade, aber... Ja gut, es gab ja schon ein paar Punkte, aber nee, stimmt gar keine. So, 2 von 10 haben wir. Da kommen 3 von 10. Die sieht man aber auch nicht auf der Karte, ne? Die Transporter. Doch, oder? Nee. Doch, sieht man, aber halt erst, wenn sie kommen. Also man kann sie schon viel früher sehen. Das ist das. Hält auch noch so wenig aus. Okay. Ja. 2 von 4 Raketenträger. Da ist der erste Titan, den erledige ich. Oh. Ja, Missiles haben wieder gefailt. Okay.
Ja, ich dachte, wir haben die Minen. Hm. Oder wolltest du den jetzt von der Ferne? Ja, ich habe genügend Missiles, deswegen. Den wollte ich schon so mal schnell. Die Minen können wir auch gut gegen normale Piraten benutzen. Ich Trägerschiff, du Piraten, oder wie? Da ist ja, ein Transporter ja, wieder. Die kommen immer so eklig zusammen. Wir müssen den Träger ja auch nicht sofort erledigen, das ist halt das. Müssen wir uns auch merken. Der Träger braucht ja eine ganze Weile, bis er da ist. Lieber auf den Transporter gehen. Gott, ich bin gleich tot. Ja, ich habe keine Halbpacks, ne? Ja. Okay, der ist erledigt. Oh Gott. Versuch mal den. Ja, wir müssen den Träger unbedingt holen. Der fliegt jetzt einmal außen rum, dann haben wir noch ein bisschen Chancen. Oh ne, der fliegt relativ zielstrebig. Oh krass, das war. Das war geplant, aber mein Schuss. Das habe ich gewusst, dass er nicht trifft. Ach so, okay. Weil der war voll auf die Rakete und hat er im letzten Moment hat er umgedreht und dann ist er noch aufs Schiff gegangen. Aber zwei Schüsse hält er aus, zwei aufgeladene. Ich lege jetzt mal bei beiden Seiten eine Mine hin. Dann kommen wir so die erste Dings mal, weil ich habe 8. Na gut, okay. Mit dem anderen habe ich sogar 9. Also, ich habe wieder einen bekommen. Au! Oh Gott, ich habe kaum mehr Leben. Hast du noch Heilung? Achtung, Sozi! Das war verdammt knapp. Keine Heilung mehr. Okay. Gott, wie hält der aus? Da ist ein Leti-Pirat. Oh Mann. Geil. Ja. Ich hab. Kommst du klar? Jo. Da hinten ist ein Pirat. Ja. Okay. Es ist noch ein Transporter, aber wie viel. Oh, da kommen gleich zwei. Achso, stimmt, die fliegen jetzt über Kreuz, ne? Oh, die schießen auf uns. Wie mies. Ja, das hatte ich eben auch schon festgestellt, leider. Wow. Die machen auch gar nicht schlecht Schaden, ja? Meine Güte. Erste. Ich habe kein Healpack mehr, ne? Boah, 6 von 10 erst. Kein Healpack. Healpack kommt. Ich halte mich jetzt aber mal im Hintergrund, weil ich habe keins mehr. Ja. Oh, einen habe ich gesprengt, okay. Da ist nochmal ein Pirat. Ich hoffe, das funktioniert. Da ist nochmal ein Transporter, der kommt. Oh, da ist der Gigant. Na gut. Oh, er lebt noch. Wieso lebt er denn noch? Ah, da am Fuß. Okay, ich habe ihn. Okay, 7. Oh, da kommt der 8. da drüben. 9. Ich habe auch kurz verfehlt. Okay, 9. Oh Gott. Es ist 9. Nee, 8. Oh Gott. Ja. Also zwei Transporter noch und ein Dings noch. Ein Schiff noch. Also, das ist 2, ja. Okay, da kommt der letzte Rakete. Hä? Der letzte Raketenträger? Jetzt? Oh, und jetzt kommen die beiden Transporter auch noch. Das ist. Ja, ich versuche den Transporter zu holen. Ah, nee, das ist das Trägerschiff, deswegen. Da sind aber die Transporter. Gehen da Missiles? Ja, gehen. Ich erledige das Trägerschiff. Aber ist es so sinnvoll, das zu machen? Gehen die Transporter jetzt zurück? Ich hoffe nicht. Du hast den und hole ich mit den anderen. Ja. Du weißt, jetzt kommt noch der Elite-Träger, aber das war's dann. Komm schon. Ah, nein. Ah, oh, so dämlich. Hast du ihn? Bekommst du ihn? Zuerst ihn bekommen. Ja. Okay. Geht klar. Jetzt schnell mich heilen und dann den letzten. Ah, das war so dämlich. Ich hätte einfach weg sollen. Hast du dich geheilt? Ich bin tot! Soll ich dich heilen? Ich bin tot! Sozi, tot! Wiederbeleben? Ja, schon. Toll. In der Cutscene gefreezed? Komm schon! Boah. So, jetzt soll ich mich selbst heilen, weil ich habe nur 27. Es kommen keine Feinde mehr. Also, du kannst dich selber heilen, aber es kommen keine Feinde mehr. Das ist der letzte Feind. Ja, aber der kann der noch Schaden machen? Keine Ahnung. Nee, das ist bloß der Transporter. Und die Hälfte der Leben haben wir. Trifft das noch? Komm schon! Ja! Okay, gut. Damit sollten wir es haben. Ich hoffe bloß, dass meine Dings jetzt nicht die Mission versaut hat, mein Tod. Und... Boom! Und sofort zum Landepunkt, weil ich glaube, die Zeit war ziemlich knapp. 9:11. Ich hoffe, das reicht. 39 vielleicht? Wenn der Typ aufhört zu quatschen, dann geht das. Komm schon. Ja, 39 wäre jetzt vorbei. Also ja, jetzt dann gleich. Muss das 10 sein.
Ich hoffe es. Das wird tatsächlich ein bisschen zu langsam. Event getriggert und wir sind zu langsam. Ah, jetzt. Es kann sein, dass wir zu langsam sind. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir haben ganz gut Punkte, aber 45.000 Baum halt, wow. Ja, die Ziele müssen jetzt viel geben. Ja, das haben wir 12, locker aus, okay, gut. Keine Ahnung warum. Da hatte ich echt Angst. Jetzt muss das aber, wow, 12.000. Yes! Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also ein bisschen hätte man mit Farm noch machen können. Ich hätte noch zwei Slowbeams, die ich nicht eingesetzt habe. Ja gut, aber, ja, okay. Aber die Scanner habe ich alle verfeuert. Der letzte war ziemlich unnötig, weil der hat das Schiff getroffen, das letzte. Hey, ich kann jetzt das Schiff anvisieren. Das hat aber eine komplett andere Farbe bekommen, kurz vorm Ableben, also... Nicht schlecht. Ist deins. Willst du nicht die Schildstabilisierung? Nö, du hast eher die Schilder, deswegen. Ja, sehr die schön. Kriegen wir wahrscheinlich gar nicht mehr in der Mission. Am besten würdest du, wenn die Computer am Ende ohne Schilde machen dürfen. Das wäre so fies. Das wäre so fies. Ach, und das ist die Aegis. GFS Aegis. Ach so, ja. Stimmt. Ja. Jetzt, wo man es wieder liest, jetzt weiß man es wieder.